Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier am Dienstag, dem 17. April 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 354 und ich habe die folgenden Themen mit für euch dabei. App-Ausgaben, neue Siri-Witze, Samsung Notch Gboard, Kinderdaten, Thread-Free, Hyperloop, Louder sowie 20 Minuten und 31 Sekunden. Ich beginne mit den App-Ausgaben. Laut einem Bericht von Sensor Tower haben Benutzer eines iPhones aus Amerika im Jahre 2017 23% mehr für Apps ausgegeben. Vor allem für In-Apps und das natürlich wieder mal wie in den letzten Jahren auch vor allem im Bereich der Spiele. Interessante Daten, die da so zusammengekommen sind. Spannender wäre das natürlich auch noch mit europäischen, respektive Deutschland, Schweiz und Österreich Daten. Wenn da jemand von unseren Hörern etwas hat, gerne nachreichen und uns in den Kommentaren oder über Social Media zukommen lassen. Weitere Daten zu der Studie oder zu dem Bericht auf daily.geektalk.ch zum Nachlesen. Wenn es euch langweilig ist und ihr nicht wisst, was zu tun könnt, auf dem iPhone, auf dem iPad, Mac oder am HomePod, könnt ihr euch neue Witze erzählen lassen. Siri hat ein bisschen was dazugelernt und ja, wenn sie sonst nichts können, Witze kann sie erzählen. Zumindest wenn ich nach meinen beiden Mitpodcastern gehe. Ja, Samsung ist eingeknickt. Samsung war ja mit dem Galaxy S9 und dem Plus-Modell eines der einzigen Androiden-Hersteller, der nicht auf den Notch-Zug aufgesprungen ist. So wie es ausschaut, könnte das bald schon ein Ende haben, denn Samsung hat ein Patent rausgeschmissen, bei dem eine Notch integriert ist. Für alle Liebhaber der 3,5 mm Klinkenstecke, ihr dürft euch freuen, laut dem Patent zumindest geht die noch nicht verloren. Dann, Gboard hat ein Update gebracht und bringt fürs iPhone die QuickType-Tastatur. Also das, wo ihr oben auf die R-Taste drückt und dann nach oben swipet, um die 5 zu erreichen und ähnliche Geschichten, also R4 besser gesagt. Und solche Geschichten gehen jetzt auf dem iPhone. Auf iOS-Basis selber geht das auf dem iPad auch. Aber mit der iOS-eigenen App auf dem iPhone leider noch nicht. Und da hat eben jetzt Google nachgeliefert. Ein kleiner Quick-Tipp, wie ihr das unter iOS sonst vom System auslösen könnt. Auf die Taste 1, 2, 3 links unten drücken und dann ohne loszulassen auf die Zahl zu swipen. Dann müsst ihr nicht zwischen Zahlenblock und dem Buchstabenblock hin und her wechseln. Das ist sehr praktisch und macht euch doch deutlich schneller. In der Android-Welt wurden Apps getestet und zwar 5855 Stück mit dem Ergebnis, dass 3337 der Apps Daten von Kindern sammeln, also sind spezielle Apps, die für Kinder optimiert sind und die sammeln Daten über eure Kinder, die ihr eigentlich nicht herausgeben solltet, möchtet oder wie auch immer und teilweise gegen Google-Recht oder sogar gegen gesetzliche Rechte verstoßen. Da werden Daten verkauft, da werden Tracking gemacht mit eben den Ergebnissen von euren Kindern etc. Solltet ihr überprüfen, welche Apps ihr euren Kindern so unterjubelt installieren lässt, so muss ich das wahrscheinlich sagen. Bei IKEA hat man endlich das Update rausgehauen, nämlich Thread-Free, das Lichtsystem, was sie im letzten Jahr, im April war das glaube ich, eingeführt haben, wurde ja nach und nach oder besser sehr spät dann erst mit HomeKit die Unterstützung rausgehauen, dann auch noch mit dem Alexa-System und jetzt seit neuestem eben auch über Google kann man das Ganze ansprechen. Zusätzlich sind neben den ganzen Lampenelementen, die bis jetzt schon da waren, auch noch Trafo-Geschichten dazugekommen, Schrankbeleuchtungen etc. Müsst ihr euch mal anschauen. Auf dem lebesmart.ch Blog haben wir ja ein Review und auch sonst noch ein paar Beiträge dazu um das Thread-Free-System. In Europa ist es endlich soweit und Herr Elon Musk kann endlich oder hat endlich begonnen, Hyperloop-Teststrecken aufzubauen. Das Ganze passiert aktuell in Toulouse, also in Frankreich, mit einer kleinen kurzen Teststrecke für ja, Studien etc. Des Weiteren wird fleißig bald schon jetzt in Spanien begonnen mit einer größeren Strecke, wo man dann auch richtig das Ganze austesten kann. Ich würde mir sowas auch wünschen hier logischerweise von bei uns in der Schweiz, für gewisse Strecken wäre das sicherlich auch spannend, um ziemlich schnell vom A nach B zu bekommen.
oder schneller Pakete zu erhalten, wie auch immer. Zu guter Letzt habe ich noch zwei Themen. Zum einen hat Spotify Louder übernommen. Louder ist eine Schnittstelle oder eine Firma, die sich dazu... genau, jetzt geht's. Ist eine Firma, die sich es zur Aufgabe gemacht hat, dass die Ausgaben, die bei Streaming anfallen, transparenter zum einen erscheinen, zum anderen aber auch, dass das Geld somit natürlich dann schneller auch beim jeweiligen Künstler landet. Zum einen haben die Mitarbeiter von Louder gewechselt zu Spotify im New York Büro, aber gewisse andere Dienste, die Louder anbietet, laufen weiterhin parallel weiter. Somit denke ich, ist allen geholfen und vor allem auch hoffentlich den Künstlern. Und zu guter Letzt was Kleines oder eher Lokaleres halt schweizweit. Der Böck, für denjenigen, die es interessiert, ist nach 20 Minuten und 31 Sekunden explodiert. Wer jetzt von wahrscheinlich den Deutschen und Österreichern zu hören nicht wirklich viel damit anfangen kann, ein Link dazu bei daily.geektalk.ch zum Nachlesen habe ich euch natürlich hinterlegt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und bis morgen. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.